Da bist du ja wieder. Hallo. Na, was gibt's? Produktionsstillstand wo? Ach ja. Ist ja klar, ne? Ach ja, Euer Sushi-Haushalt ist nicht gerade geregelt. Waren... Reis ist steigend. Oder auch nicht. Ist mir jetzt gerade mal Schnuppe. Jetzt würde ich das hinbekommen hier. Oh, die Einnahmen gehen so derbe flöten. So. Das sieht übrigens mit Tee aus. Tee ist immer noch steigend. Sushi ist leider immer fallend. Aber da könnte ich Abhilfe schaffen, indem dass ich noch so einen Produktionsbetrieb mache. Wenn ich eh schon nicht... wenn ich eh schon genug Waren hier habe. Dann dürfte das ja funktionieren. So. Da ist mein getreues Schiff. So, Items. Rüber mit dir. Hallo. Auf dieser Insel kann kein weiterer... Ja, ich will es ja auch... transportieren. Nee. Hallo. Jetzt tu das Ding drauf. Na. Jetzt hab ich's. Ah, dachte ich schon. Ich krieg das hier nicht weg. So. Plus gedrückt mal wieder. So. Dann ist das Schiff auch gleich da. So. Registriere neue Fruchtbarkeit. Ja, schön. So, jetzt will ich einen Weizen so schnell wie möglich. Da geht ja der Weizen auch schon auf. So. Die Gießanlage arbeitet schön. Ach nee, das ist Verarbeitung. So. Jetzt will ich hier gleich mal Weizen sehen, Leute. Schneller. Hallo. Könnt ihr mal abholen, bitte? Spiel wird gespeichert. Ja, schön. Da. Jetzt die Lieferung noch schnell und dann will ich nicht mehr hier. So. Waren. So. Habt ihr jetzt mal bald hier mal den Weizen hier rangebracht?
Verarscht ihr mich? Na endlich. So. So, auf Schiff. Wie hier rüber. So, gib Gas, Schiff. Dann haben wir es gleich. Sag nichts. Du hast's geschafft, oder? Ja, natürlich, wie immer. So. Die aktuellen Messdaten. Die Strahlung ist in den akzeptablen Bereich gesunken. Juhu. Wir sollten sofort Mr. Thorne und Professor Devi über Videoschaltung informieren. Guten Tag, Mr. Thorne. Rodriguez hier. Gute Neuigkeiten. Das kontaminierte Areal ist wieder bewohnbar. Father hat uns zwar entdeckt, aber die Situation ist unter Kontrolle. Sie und Professor Devi können also nachkommen. Also gut. Ich mache mich mit einem Team auf den Weg. Professor Devi wird übrigens später nachkommen. Ich glaube, er arbeitet an einer Möglichkeit, Fathers Systeme zu deaktivieren. Gut zu wissen. Zeit wird's. Menscheneinheiten. Unpräzise, fehlerhaft und so leicht prognostizierbar. Ich werde ihnen zuvorkommen und sie vernichten. So, geschafft, würde ich mal sagen. So. Weiter. So, zur Missionsübersicht. So, ich sag da mal. Tschö, bis zur nächsten Mission. Und ciao. So, Leute, da bin ich wieder bei Anno 2070. Wir starten jetzt die zweite Mission von der dritten Kampagne. Sie bauen eine Kriegsflotte auf, die sich Father entgegenstellen kann. So. Sie sind ein Störfaktor. Und ich dachte schon, ich müsste sie diesmal nicht ertragen. Ich unterstütze Ihren Militärschlag. Okay, dann drücken wir Start. Und der rasende Ladebalken mal wieder. Ich hoffe, heute dauert es wieder nicht so lang. Ja, benutzen Sie das Mausrad, um die Kamerahöhe zu verändern. Das wissen wir. Also, ich bin gespannt, was diesmal so anliegt. Und Mission starten. Reizende Gegend, in die sich dieser Father verkrochen hat. Das macht unser Vorhaben nicht leichter. Lassen Sie uns also keine Zeit vergeuden und mit den Vorbereitungen anfangen. Damit das allen klar ist, wir bereiten uns hier auf einen militärischen Schlag vor. Wir benötigen Kriegsschiffe und müssen uns um die Versorgung unserer Stützpunkte kümmern. Strindberg, Sie wollten eine zweite Chance. Hier ist sie. Selbstverständlich, Mr. Thorne. Ich werde Ihnen eine Armada aufbauen, gegen die dieser durchgedrehte Computer keine Chance hat. Sie können sich blind auf mich verlassen. Sparen Sie sich die Beteuerungen. Wenn Sie etwas beweisen wollen, beweisen Sie es durch Taten. Das ist Ihre letzte Gelegenheit dazu. So, Kampfansage. Dann machen wir mal dem scheiß Computer eine Kampfansage, die sich gewaschen hat. Oh, wir sind eh wieder... Und nun zu Ihnen. Wir müssen eine Versorgungsbrücke errichten und den Warennachschub sichern. Das ist Ihr Part. Okay. Koordinieren Sie den Aufbau der globalen Trust-Versorgungsflotte. Anforderung für Handelsflotte erhalten. Erforderliche okay. Maßnahmen berechnet. Ausbau der Operationsbasis notwendig.
Okay, 360 Tycoon-Angestellte. Die verpflanzt man natürlich alle hierhin, würde ich mal sagen. Und jetzt muss ich mein Schiffchen wieder mal suchen. Weil das verschwindet hier komischerweise andauernd. Ich glaube, das liegt hier noch. Green will, dass ich hier mal nach dem Rechten sehe. Nee, das ist nicht meins. Das ist meins. Juhu. So. Dann gucken wir mal, was wir hier so mitnehmen können. Werkzeuge. So, das kommt hier runter. Bauzellen. Nehmen wir mal 100 mit und Werkzeuge nehmen wir auch en masse mit. So. Es dürfte reichen für den Anfang. Dann schicken wir sie hier runter, das Schifflein. Und verpflanzen hier die Tycoon-Angestellten hier. So. Dich mache ich mal auf Pause, ne? Weil ich es möglich habe. Die Möglichkeit dazu habe. So. Wie sieht's hier eigentlich aus? Nahrungstechnisch. Oh, Communicator. Die Produktion schwächelt vor sich hin. Ist auch blöd. Ja, Getränke geht aus. Mit dir haben wir wirklich aufs richtige Pferd gesetzt. Danke. Ach nee, die wollen anderes trinken. Also ist mir das gerade mal egal. So, und ihr drückt mal mehr Steuern ab. Dass ich hier ein gutes Plus einfahre. Wow, leck mich am Arsch. Über 100.000. Also das Geld dürfte reichen. So. Dann mache ich mal meinen... Hoppala, nee. Erstmal alles transferieren. Ah, Kapazität voll. Ist auch schön, wenn man das mal wieder sieht. Tycoons. Ich brauche... ein Stadtzentrum für die Herren. Für die Herren von Global Trust. So, dann zoome ich hier mal wieder rein. Leg gleich mal eine Straße an. So, hier gleich ein Ring rum. Wie gehabt. So, dann machen wir hier gleich mal Wohnhäuser. So, 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 so. Perfekt. Dann müssen wir auch gleich mal gucken, dass hier die Nahrung in Produktion kommt. Gleich mal wieder mit Wegen verbinden. Wie immer halt. So. So. Wir brauchen die Angestellten. Errichten Sie. Ich kann sie auf der Insel auch errichten. Ihr könnt mich mal.